Moin und willkommen zu einem neuen Teil LS17 auf der Holland Landscape. Ja, ich will heute mal ja, ein, zwei Ladungen Sonnenblumen verkaufen fahren. Preis steht momentan eigentlich ganz gut. Wir werden die erste Ladung zur Agravis bringen. Dann mal gucken, wie sich der Preis danach verhält und dann je nachdem, entweder zum Landhandel oder zum Grain Trade. Ja, Sojabohnen ist halt die Frage, ob sich das lohnt. Könnte man sonst eventuell auch noch mal eine Ladung von wegbringen? Ja, kriegen wir noch nicht mal eine ganze Ladung zusammen. Ja, ich will jetzt mal wieder so ein bisschen, ja, oder so ein paar Finanzmittel hier generieren, dass wir dann nochmal mit den Kühen anfangen können. Und ja, wir müssen das heute mit dem 724er abfahren. Alle anderen Fahrzeuge sind belegt. Der New Holland ist vom Ladewagen. Den MF habe ich zum Silowalzen. Der 7810 ist am Mähen. Und genau, der 926er steht mit einem Düngerstreuer bereit. Der wird dann im Anschluss die Wiese, die gemäht wurde und gemäht. Und wenn wir das dann eingesammelt haben, dann wird der dann nochmal eine Ladung Dünger rüberhauen. Und ja, unsere anderen Felder sind alle am Wachsen, sind auch komplett gedüngt, da brauchen wir uns jetzt erstmal nicht drum kümmern. Auf einem Feld habe ich noch ein paar Bäume gepflanzt, die ich ja für die Palettenproduktion und die Kartonproduktion nutzen will. Jetzt ist halt nur die Frage, wie lange brauchen die Bäume, bis sie ausgewachsen sind. Ich weiß es nicht, ja. Wird zumindest länger als so 2, 3, 4 Tage dauern. Das denke ich auf jeden Fall mal. Ja, die Obstproduktion sind jetzt auch mittlerweile in vollem Gange. Alles, ja, da ist alles aufgefüllt und sie laufen. So, dann nach dem letzten Video wurde ich im Kommentar gefragt, wann denn die Map voraussichtlich oder diese neue Map-Version voraussichtlich veröffentlicht wird. Da kann ich euch absolut noch nichts zu sagen. Ja, ich weiß es selber nicht. Ich muss mal gucken, wie ich so dazu komme. Ja, vor allem so, wie ich da Zeit und Lust zu habe, um da weiterzumachen. Jetzt in der kommenden Woche, also heute haben wir Sonntag, ab morgen habe ich Spätschicht. Das heißt, ich hätte ja vormittags zumindest auch Zeit, wieder Videos zu machen oder auch an der Map weiterzubauen. Ist halt immer so die Frage, ob man denn auch die Lust dazu hat. Momentan ist das eh alles etwas schwierig. Bin da schon, ja, seit einer ganzen Zeit am Überlegen, was ich jetzt überhaupt mache oder wie ich weitermache, ob ich weitermache. Weil es halt, ja, zeitlich einfach schwierig geworden ist. Immer nur mal so sporadisch ein, zwei Videos zu machen oder ja, nur alle 2 Wochen da regelmäßig Videos bringen zu können, ist jetzt so von meinem aktuellen Standpunkt her auch nicht unbedingt der tolle Weg. Von daher, ja, bin ich halt am Überlegen, ob ich YouTube nicht ja, komplett sein lasse. Entsprechend auch, was das Thema Modden angeht. Ich werde noch die neue Map-Version hier rausbringen. Ich werde meinen 8700er MF nochmal überarbeiten und dann wird es für den LS17 auf jeden Fall keine Mods mehr von mir geben.
ob ich im 19er nochmal in dem Bereich weitermache oder überhaupt was mache, weiß ich noch nicht. Das muss man abwarten, wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Aber ja, momentan ist so bei mir die Tendenz eher dazu, dass ich ja ein paar von den Sachen, die ich bisher so gemacht habe, einfach komplett einstelle und zurückfahre. Mich denn vielleicht mehr auf andere Sachen konzentriere und ja, einfach vielleicht auch wieder mal mehr mit den Leuten zusammen mache, mit denen ich so ja eigentlich auch immer mehr oder viel zu tun habe. Und man das andere halt einfach, ja, sein lässt. Wie gesagt, zeitlich, es wird alles nicht besser. Und es ist schwierig, das alles noch so auf Reihe zu kriegen. Ja, aktuell sehe ich da halt irgendwie ja, kaum eine passende oder vernünftige Lösung, wie man das alles sonst noch weitermachen und betreiben könnte. Weiß ich, vielleicht hat da ja von euch einer eine Idee oder einen Vorschlag, kann man mir dann gerne mal schreiben. Ich habe auch schon drüber nachgedacht, die Videos vielleicht in ja, irgendwie so eine Art Vlog zu machen, also so mehrere kurze Videoabschnitte hintereinander packen, das dann als eine Folge hochzuladen und das Ganze ja, irgendwie einmal die Woche zu machen. Ist dann halt auch wieder die Frage, wie das ankommen würde, vor allem wie man das selber umgesetzt kriegt. Ja, alles nicht so einfach. So, den lassen wir nochmal eben voll laufen. Und ja, da können wir nochmal zu Agravis hinfahren. Das wird wohl passen. Ja, ist noch weiterhin der beste Preis. Gut, wie jetzt bei der letzten Ladung 100.000 werde ich davon nicht mehr ganz kriegen. Ich schätze mal irgendwie was so um die 90.000. Aber ja, dann wären wir schon mal bei knapp 300.000. Das heißt, den Kühen steht eigentlich nicht mehr viel im Weg. Außer so den ein oder anderen Vorrat an Futter noch anschaffen. Mein Mischfutter, also beziehungsweise Kraftfutter, haben wir genug da. Fürs Erste. Silage ist in Arbeit. Ja. Gras haben wir auch auf dem Lager, das passt. Stroh haben wir eh, da haben wir auch Strohpellets bzw. Ballen noch für. Das sollte soweit alles hinhauen. Ja, Schafe könnte man vielleicht auch aufstocken. Ja, was bräuchten die Kühe sonst noch? Wie gesagt, Stroh, Heugras ist abgedeckt, Silage, ja, Schotter auch. Hätten wir eigentlich alles. Ja, das Einzige, was momentan halt fehlt, ist Silage. Aber da wird dran gearbeitet. Und wenn das soweit ist, dann können wir uns auch ja, Kühe zulegen.
Eventuell nehme ich auch erst hinten die Rinderzucht bzw. Rindermast in Betrieb. Hol mir dann die Tiere, die da entstehen, ja, hier in den Stall rüber oder pack die auf die Weide. Wobei bei der Weide müsste ich auch noch mal eben gucken, was da überhaupt für Kühe hin müssen. Ja, das können wir auch gleich noch eben machen. Aber erstmal bringen wir die Sonnenblumen noch weg. Ja, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, mit YouTube aufzuhören oder wie man da weitermacht. Ich werde diese Woche auf jeden Fall noch Videos machen. Und ich denke mal, so zum Ende der Woche hin werde ich dann irgendwie eine Entscheidung treffen. Vielleicht gab es ja bis dahin noch so den einen oder anderen Vorschlag oder eine Idee von euch oder irgendeine Rückmeldung, wie ihr das seht. Weil ja, irgendwie ist das halt doch blöd, wenn man die eine Woche, ja, da bringt man ein paar Videos, dann kommt wieder einige Tage lang überhaupt nichts, dann kommt wieder ein bisschen was. Weiß auch nicht, ob das unbedingt so toll ist. Bin mir da so ein bisschen unschlüssig. So, jetzt fahren wir mit dem noch mal eben zum Hof. Können Sojabohnen geladen werden, die verkaufe ich dann gleich auch noch. Bis dahin sollte dann der John Deere auch in Mähen fertig sein. Und dann kann ich das nachher auch noch einsammeln, ins Silo fahren, verdichten, abdecken und fertig. Ja, Arbeit war diese Woche auch eigentlich ganz gut. Ja, werde diese Woche noch mit einem anderen Kollegen da zusammengearbeitet. Oder bin in dieser Woche beim anderen Kollegen mit in die Schicht reingekommen. Und ja, mit dem kommt man auch super klar. Ist, ja, von der Art her fast wie ich. Ist natürlich etliche Jahre älter. Aber auch, ja, ziemlich ruhig und ja, ist angenehmes Arbeiten mit dem gewesen. Gestern, also am Samstag, war ich auch noch arbeiten, um so ein bisschen noch mit der ein oder anderen Maschine den Umgang oder das Arbeiten mit zu üben. Lief natürlich auch wieder so ein bisschen anders, als das ursprünglich gedacht war. Wir haben ja bei uns auf dem Hof, um die Container umzustellen, eigentlich einen, ja, ziemlich alten LKW im Einsatz, der technisch auch nicht mehr ganz so, ja, toll ist, wo alles so ein bisschen schwergängiger funktioniert und manchmal auch gar nicht funktioniert. Diese Woche haben wir es öfter mal gehabt, dass die Schaltung nicht so mitspielen wollte und der auf einmal keinen Gang mehr angenommen hat,
den man überhaupt nicht schalten konnte. Ja, ist so ein bisschen blöd, wenn man da mitten auf dem Hof steht und da tut sich nichts mehr. Und ja, um damit halt besser zu, oder mit dem Fahrzeug besser zurechtzukommen, dafür war ich gestern unter anderem auch mit da, aber ja, der stand in der Werkstatt und so konnte ich den da gar nicht für benutzen oder damit arbeiten. Ja, war ein bisschen blöd. Und ja, wir haben einen anderen LKW gehabt, um die Container umzustellen. Nur das war im Grunde noch kein wirklicher Vergleich, weil da alles einfach lief. Das ganze Fahrzeug war einfacher zu fahren. Und so hat mir das nicht unbedingt viel gebracht. Gut, wenn wir den jetzt öfter mal im Einsatz haben sollten, dann hat man da schon mal den Vorteil, dass man damit gut arbeiten kann. Ja, aber was gestern halt auch gut war, mein Kollege hat mir das Arbeiten mit unserem Bagger auf dem Umschlagplatz beigebracht und gezeigt, wie das alles funktioniert. Das ist auch schon mal ein kleiner Vorteil. Muss man sich auch erst so langsam und nach dran gewöhnen, aber ja, passt. So, Kühe, Heu oder Heuballen und Wasser. Ja, super, 4000 Liter Heuballen. Meine sind aber doppelt so groß. Gut, das kann ich aber ja auch noch umschreiben. Und hier mit das mit den Kühen wäre natürlich wesentlich einfacher, wenn das mit diesem mobilen Melkstand dann auch irgendwie funktioniert. Oder wenn man da erstmal rauskriegt, wie das prinzipiell funktioniert. Da habe ich mich bisher auch noch nicht mit auseinandergesetzt. Wie teuer ist der überhaupt? Ja, 8500. Na. Ja, Kartons sind auch schon wieder voll. Können da denn mal irgendwie abgeholt werden? Was ich auf jeden Fall auch noch machen muss, ist so ein paar Bäume austauschen. Das wird auch wieder so eine zeitaufwendige Geschichte. Wäre zwar vorteilhaft für die Optik der Map, aber oh Gott. Ich mach da gar nicht dran denken an die Arbeit und den Aufwand. Wo will ich jetzt überhaupt hin? Ja, ich will erstmal nirgends hin. Ich schnapp mal gleich wieder den Fan, fahre noch die Sojabohnen weg. Und vorher verabschiede ich mich von euch. Ja, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe doch, dass es euch mal wieder so ein bisschen gefallen und Spaß gemacht hat. Und dass wir uns dann auch beim nächsten Mal noch wiedersehen. Bis denne, tschüss.